Es ist die pure Gewalt. Videos im Netz zeigen, wie sich Schläger der Türsteher-Szene in geheimen Hinterhöfen zwischen Autoreifen prügeln. Gefilmt und gestreamt klicken das viele junge Menschen an und feiern die Clips. Es macht halt Spaß, es ist schwer zu glauben, aber es macht Spaß. Und auch wenn das angesichts dieser Bilder schwer zu glauben ist, sind viele der Kämpfer hier Familienväter, gehen normalen Berufen nach. Sie sagen, um die pure Gewalt geht es uns nicht. Zum Beispiel, wir trainieren ja auch. So, ich kann jetzt meinen Gegner nicht kaputt hauen im Training, sonst kommt er morgen nicht mehr und kämpft mit mir. Das heißt, kämpfen, ohne ihn zu verletzen, wie geht es? Es geht nur mit Respekt und mit einem gewissen Können. Unserem Reporter Henning Behrens ist nach intensiver Recherche gelungen, hinter die Kulissen eines geheimen Fight Clubs zu blicken. Ein Samstagvormittag im August. Unser Reporter steht mitten in Leipzig. Henning Behrens will sich nach wochenlanger Recherche endlich mit Mitgliedern eines geheimen Fight Clubs treffen. Ja. Wir dürfen nicht wissen, wo das ist. Ich bin sehr neugierig. Die Jungs sehen gefährlich aus, das habe ich auf dem Foto gesehen. Bin gespannt, was uns nachher erwartet. Plötzlich wird es hektisch. Sie sind da. Ja. Wo? Das sind die Jungs. Okay. Super. Okay. Du steigst außen rum am besten? Ja. Ja? Ja. Okay, wir sind im Auto, aber wir dürfen nicht wissen, wo wir hingebracht werden. Deswegen muss die Kamera jetzt ausgemacht werden. Solche Methoden sind für unseren Reporter mehr als befremdlich und erinnern eher an einen krassen Actionfilm. Die Fahrt endet nach etwa einer Viertelstunde hier, auf einem alten Schrottplatz, in dessen Mitte ein Ring aus alten Autoreifen aufgebaut ist. Rund 100 Zuschauer, ausschließlich Szenemitglieder, die über Mund-zu-Mund-Propaganda auf die Kämpfe aufmerksam wurden, werden gleich Zeuge dieses fragwürdigen Events. Die Kämpfer sind freiwillig hier und hochmotiviert, wie uns der 19-jährige Leon aus Potsdam erzählt. Nur kämpfen reicht ihm nicht. Ich finde diese Atmosphäre einfach geil, so ein bisschen dreckiger, so ein bisschen rougher, weißt du, mehr Straße. Ich habe da Bock drauf, das zu machen. Natürlich kämpfe ich auch in richtigen Käfigen, aber sowas hier, das ist so familiär und es macht einfach Spaß. Die Anspannung ist Leon trotzdem anzumerken. Er will sich gleich mit einem Gegner aus Afghanistan messen. Der 19-Jährige wird sein blaues Wunder erleben. Und das, obwohl sich Leon gut vorbereitet hat. Einen Tag vor dem Boxkampf besuchen wir ihn in den dunklen Katakomben des Fight Clubs. Hier trainiert der 19-Jährige regelmäßig für seine Kämpfe. Würde er das nicht machen, würde er bestimmt wieder irgendwo Mist bauen, sagt er. Gut aufgewachsen, aber viel Scheiße gebaut. Du viel Scheiße gebaut? Ich hab sehr viel Scheiße gebaut. Straffällig geworden? Mäßig. Was für ein Gefängnis? Soll ich keine Auskunft zu machen? Okay, gut. Danke. Trainiert wird Leon von LaVie656. Wir nennen ihn nur bei seinem Spitznamen. Wegen seiner Familie, wie er sagt, möchte er seine Identität nicht preisgeben. Der 30-Jährige gründet den Fight Club in der Corona-Zeit. Als alle Gyms und Clubs geschlossen waren, suchten Türsteher, Kämpfer, Hooligans und viele andere Mitglieder der Fight-Szene eine Beschäftigung. LaVie sagt, er bietet den jungen Kämpfern hier ein Gemeinschaftsgefühl. Nach Corona ist der Club so erfolgreich und angesagt, dass die teils geheimen Treffen weitergehen. Auch LaVie hat sich früher oft geprügelt. Im Straßburger Ghetto, wo alles anfing. Jetzt ist er Ringrichter und überwacht die wenigen Regeln, die es bei einem Kampf hier gibt. Nur Schläge auf die Wirbelsäule sind nicht erlaubt. Trotzdem bleibt die Gefahr von schweren Verletzungen, Nachahmung, nicht empfohlen. Also ich habe jetzt zum Beispiel seit meinem 16. Lebensjahr, also mit 16 bin ich zum ersten Mal im Käfig gestanden und habe das dann 12 Jahre exzessiv durchgezogen, also alle 3 Monate einen Kampf. Ich bin schon im Koma gelegen, eben die Hand, Platten drin, alles Mögliche, alles kaputt. Trotz der vielen gesundheitlichen Risiken geht es Ihnen hier um Respekt, wie Sie sagen. Wie das aussieht, können wir beim ersten Kampf beobachten.
Ein Cut über dem Auge sieht gar nicht gut aus. Eine Krankenschwester kümmert sich. Hier geht's dem einen wie dem anderen. Und danach hat man ja gesehen, wir respektieren uns. Wir machen das beide freiwillig. Irgendwo auf dem Gelände soll auch ein richtiger Ringarzt sein, den wir aber nicht finden können. Und genau das geht gar nicht, meint Weltmeister Mladen Steko. Die Kickbox-Legende ist nicht nur selbst erfolgreich gewesen, sondern führte auch Dr. Christiane Theiss in die Weltspitze. Ihm zeigen wir die Bilder vom Streetfight. Nur eine Krankenschwester vor Ort findet er fahrlässig. Im Kampfsportbereich müssen es auch Ringärzte sein, die zugelassen sind. Also das sind Leute, die auch wirklich wann, sie können auch den Kampf sagen, okay, jetzt muss er abgebrochen werden. Wenn jetzt irgendwas mal so gefährlich ist, dass es hier eingebrochen ist oder so eine schlimme Verletzung, eine Einblutung, wo es zu gefährlich ist. Also das muss schon auch auf jeden Fall ein geschulter Arzt sein. Und das kann auch blöd nach hinten gehen. Eine ärztliche Voruntersuchung und einen Rettungswagen, der einen schwer getroffenen Kämpfer sofort in ein Krankenhaus bringen könnte, sind für Steko unverzichtbar. Die Zuschauer, die jubeln und filmen, was das Zeug hält, sehen das offenbar anders. Genau wie die Kämpfer, von denen viele Familienväter sind. Zu Hause warten die Kinder und die Frauen. Reporter Henning trifft Jennifer. Was sagt sie dazu, dass ihr Freund seine Gesundheit so aufs Spiel setzt? Also man hat schon Angst um die Person, dass sie zu sehr verletzt wird. Aber das gehört zum Kampfsport dazu, ja. Wird ein Pflaster draufgeklebt und der steht es durch. Auch für den jungen Leon geht es endlich in den Ring. Für den gerade mal 19-Jährigen heißt es jetzt Ring frei. Leon muss ordentlich einstecken, trotz seiner intensiven Vorbereitung. Nach wenigen Minuten muss Ringrichter Lavie dazwischen gehen. Der Kampf wird abgebrochen. Ernüchterung, als Leon sich seiner Niederlage bewusst wird. Ich habe einen Treffer abbekommen, wie man sieht, hier so ein bisschen. Mein einziges Problem war, das war auch der Grund, warum ich den Kampf abbrechen musste. Ich habe von 10 Ellbogen, die er gemacht hat, 9 auf den Hinterkopf bekommen. Wie man weiß, Ellbogen auf den Hinterkopf sind in keinem Sport erlaubt, auch nicht mehr im Vale Tudo. Wenn Ellbogen auf den Hinterkopf geht, muss der Ringrichter eigentlich dazwischen gehen. Lavie hat es nicht gesehen. Ich möchte keine Ausreden suchen, ich habe verloren, es ist so. Respekt an Tarik. Und auch wenn Leon seinen Kampf heute verloren hat, stolz ist er trotzdem. Warum er unbedingt hier antritt und nicht im deutlich weniger gefährlichen Kampfsportverein, liegt wohl an dem Kick, den er jedes Mal bekommt. Kein unbekanntes Phänomen, wie Psychologe Elias Altuntas sagt. Da treffen sich zwei Leute, boxen sich und gut ist, aber ich glaube, dass hier eben eine extrem psychische Komponente noch dazu kommt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Leute, die eine extreme Selbstwirksamkeit verspüren. Die merken, hey, ich erreiche was. Ich kann Ziele erreichen, ich kann über mich hinauswachsen, ich kann meine eigene Belastungsgrenze vielleicht auch mal kennenlernen. Dieser Kick, also dieses extreme Dopamin, Adrenalin, das ist ein extremer Kick, den wir in dem Moment spüren. Und dafür sind die Jungs hier bereit, ordentlich einzustecken und sich sogar zu verletzen. Und genau da liegt laut Experten der Haken. Auf der anderen Seite ist es natürlich Gewalt, die einander erprobt wird. Und es gibt blutige Enden auch in solchen Szenen. Deswegen möchte ich auch hier nochmal ganz klar betonen und auch dafür sensibilisieren, dass es ganz wichtig ist, dass es Regeln gibt und Grenzen gibt in diesem Fight Club, an denen sich orientiert wird und an denen sich festgehalten wird. Und genau das ist hier nicht der Fall, wie man uns mehrfach bestätigt hat. Es ist wie im Leben, das widerspiegelt das Leben. Das heißt, du gehst in den Ring, dir hilft keiner. Im Leben, es hilft dir keiner. Das ist genauso. Du bist für dich selber verantwortlich und so musst du auch handeln. 2 Tage hat unser Reporter Henning Behrens ungewöhnliche Einblicke bekommen. Sobald sie dann ins Amt ist, er kennt das Spiel. Mit die Mütze auf. Warum niemand hier in einen Boxverein geht und ohne die Gefahren, die die Straße mit sich bringt, für Anerkennung und Ruhm kämpft, erschließt sich uns nicht.
Vielleicht ja, weil man dort nicht so viele Klicks im Netz sammeln kann. So ganz ohne Sturmmasken, Hinterhofatmosphäre und Autoreifen.